Ohne geht nichts mehr. Vivian ist permanent online. Alles dreht sich um YouTube-Kacke. Sie kommt kaum noch davon los. So los. Also es ist ja dann immer was Lustiges, was Witziges. Man sieht immer tolle Sachen. Bald wird es wieder hart, denn kaum ist sie online, warten über 700 Abos, die sie alle liken muss. Geliked. Eine Ewigkeit später. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen spät dran. Vivian zeigt ein riskantes Verhalten. Und das findet dabei in ihrem Belohnungssystem statt. Da die Like-Taste Wohlbefinden verheißt, schütten die Nervenzellen verstärkt Dopamin aus. Das dockt an den Rezeptoren anderer Nervenzellen an. Je mehr geliked wird, desto stärker das Nervensignal. Und umso schneller speichert das Hirn die Like-Taste als wichtigen Reiz ab. Irgendwann steigt das Verlangen nach YouTube-Kacke. Und immer mehr junge Menschen sind gefährdet. Denn praktisch jeder Jugendliche in Deutschland hat mittlerweile Zugang zum Internet. Sei es über Laptop, PC oder Smartphone. Die Risiken hat Professor Rainer Tomasius vom Deutschen Zentrum für Suche untersucht. Es können sogar so etwas wie Entzugssyndrome bei den Jugendlichen auftreten. Wirklich süchtig, das sind Menschen wie dieser Spast. Das ist Peter. Der Peter von Peters Kurzstubel. Peter macht Karriere. Der Vollspast hat schon 100.000 Abos. 3 Jahre lang hat er nur vom Laptop gesessen und YouTube-Kacke gemacht. Bis zu 30 Stunden am Tag. Eine zeitraubende Flucht aus der realen Welt. Es ging halt eben so weit, dass ich fast nicht mehr aus dem Bett aufgestiegen bin. Und ich habe mich fast nicht mehr bewegt den Tag. Ich habe nicht mehr geduscht, ich habe mich nicht mehr um mich selbst gekümmert. Ich war einfach Vernachlässigung des eigenen Körpers. Wie weit ging das? Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes gestunken bis zum Himmel. Alter, was geht mit dem? Peter kennt niemanden und hat keine Freunde. Die Folgen: Absturz, Isolation, Kopfverlust. Peter machte eine typische Suchtkarriere. Wenn ich irgendwie einen Tag oder zwei nicht online war, dann hat sich meine Laune schon stark verschlechtert. Ich war leicht reizbar und bin öfter mal habe ich jemanden angefahren. Im Wagen vor mir fährt Peter. Lol. Erst durch eine 6-wöchige stationäre Therapie kommt Peter wieder. Ich habe es geschafft, juhu, ich bin toll. Jungen holen sich bei Peter einen runter. Für mich nachvollziehbar. YouTube-Kacke. Sucht war daher lange Zeit ein überwiegend männliches Problem. Doch mit dem Siegeszug von Peters Kurzstubel haben weibliche Jugendliche mittlerweile aufgeholt. Peter vereint alles, was viele junge Mädchen suchen. Einen riesigen Schwanz. Das gilt auch für Vivian. Genau. Vivian injiziert sich selbst oft Schwänze rein in ihre Röhre. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele das jetzt genau sind. Mehr als 40 und gleichzeitig. Ein Grenzwert, so die Experten. Es ist ein sehr starker Druck in dem Moment. Bald im Studium wird es wieder hart, denn um ihr Abi zu schaffen, musste Vivian anschaffen. Vivian ist permanent auf Droge. Alles dreht sich. Man hat irgendwie Spaß daran, weil man sich einfach nicht so sehr mehr unter Kontrolle hat. Gerade wenn man so muss.